Yay! Hey guys, it's me! Mein Name ist Maxim und Riot Games gibt sich sehr viel Mühe bei TFT. Na, das Set 4 ist draußen und ich zeige euch mal alles, was komplett broken ist. Have fun! Sie haben sehr viel aus den alten Sets gelernt. Set 4, die Betonung liegt auf Set. Viel Spaß! So, und Kick. Boom. Einfach so das ganze Spielfeld. Nochmal ein Kick. Oh, der hat ihn, oh mein Gott, der hat ihn rausgekickt. Lee Sin hat ihn legit rausgekickt. Oh, und weg. Was ist mit Lee? Lee, oh mein Gott, der nächste wird. What? Oh, tschüss. Kick ihn einfach in die Phrasen. Der macht ein paar Sit-Ups. Der ist immer noch gestunt. Ui. Das ist gutes Game-Design, Leute. Das ist einfach gutes Design der Game. Der Lee Sin hat drei Leute aus dem Spiel gekickt. Und Lee Sin hat nicht einen Trade, den ich brauche. Ich habe weder Divine noch Duelist. Nee, ich habe keinen von beiden. Der, oh mein Gott! Der hat ihn einfach. Wo ist mein Item? Er hat ihn einfach aus dem Feld gekickt. Aber wozu? Lee, was bringt uns das so als Menschheit? Der kickt die aus der. Also. Hä? Oh, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das ein gutes Gameplay ist. Weil aber so auch der. Ich kann, oh, der erste wird einfach weggekickt über die ganze Karte. Und Roma. So, Lee Sin, kick mal bitte den Yasuo nach Hause. Boom. Wo ist aber der Kick den jetzt raus? Oh mein Gott, wie dumm! Ich verliere trotzdem. Aber. Das ist ja unfassbar witzig. Außer sie zieht raus und stunt sich, ja. Ja, mega gut, ey. Oh, nee. Das war das Einzige, wie sie hätte verlieren können. Dass das als Stunt zählt. Oh, das ist mal ein Roar. Ich glaube, das sieht gut aus. Kalista ist hier wirklich, aber sie ist halt auch wirklich da, das ist halt ihre Hauptaufgabe. Wenn sie hat kein QSS. Ja, das sieht machbar aus. Der Root hier nervt, aber das war's. Boom. Ey, der Lee ist so dumm! Das ist wirklich, es ist einfach dumm. Er hat ihn auch auf 3 bekommen, außer... Okay, was passiert? Er macht Liebe mit Nunu. Das war natürlich nicht so schön. Jetzt einfach mal QSS auf den. Ja, mach das mal Setups. So, machen wir ein paar. Mach erstmal ein paar Setups. So. Kannst wieder rein. Gut, gut. So, also das ist ein komplexes Design. Du nimmst einfach Legendary Units und dann hast du gewonnen. Du nimmst einfach nur Legendary Units und dann hast du gewonnen. Du musst mal wieder Setups machen. Mach erstmal ein paar Setups. Ist das nicht ein gutes Design, so grundsätzlich, Leute? Ist das nicht ein gutes Design, so grundsätzlich? Der hätte alle aufgeschlitzt, ne? Nee, das war Galio. Nee, war doch Galio. Und hat der Galio keinen Bock mehr, kommen wir da rein. Dann fliegen hier nur noch die Legendaries durch. Also am Ende hier, der hat hier auch zwei Legendaries.
werden hier durch die Gegend geworfen. Ah, der hat Esel. Hey. Und. Da hat sich doch das Design-Team mal so richtig ins Zeug gelegt. Weiger die Items geben. Dann wäre Weiger gut. Ja, Leute. Einfach Set Instant zu Sit-Ups gebracht. Das war close. Die hier sind wirklich sehr knapp. Also er schafft. Also Weiger macht sein Ding. Ich kann mich auf jeden Fall jetzt nicht beschweren. So. Können wir jetzt endlich spielen? Mach erst mal ein paar Sit-Ups. Komm, du musst jetzt wieder alle töten mit einmal. Oh! Ihr müsst jetzt zusammen ein kleines Kind töten. Das wird ihr doch wohin kriegen. Oh, das ist so bad. Das ist. Bei Set ist das Gute. Irgendwann schleudert er die Leute nur durch die Gegend. Also auf Set ist Verlass. Set ist gut. Und die gute alte Divine Rage Play. Das ist natürlich ein bisschen schwer. Divine Ash, muss ich auch jetzt mal sagen, er hat natürlich mit Elderwoods ein paar krasse Stats. Und I repeat, das ist Ash 1. Das ist noch eine Gurken-Ash. Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Ash und ich bin jetzt offiziell der beste Spieler. Ein bisschen nervig, aber ja. Ihr seht es hier zuerst, Leute. Ash, einfach Giga Octa Busted as Shit. Und sie müsst jetzt eigentlich alle runter. Oh, Lee Sin, bleib mal ruhig, ey. Hat den einfach mal aus dem fucking Bildschirm. Da ist der Pike nervig, aber so stand er, glaube ich, niemanden. Oh, schön, das ist der Pike. Oh, das ist jetzt gefährlich. Nein, nein, nein. Oh, schöner Dodge. Oh, er macht halt nicht genug Schaden. Er macht nicht genug Schaden. Oh nein, sie hat Damage Reduce. Aber nee, hat sie nicht, weil sie ist einfach OP. Seht ihr das? Sagt's mir. Sie dodgt auch erstaunlich viel, muss ich sagen. Und der niemand hockt. Atrox. OP! Ich habe gerade 29 Schaden bekommen. 29 Damage bekommen. Das ist ein Drittel der HP. Und damit bin ich Zweiter geworden. Weil der andere hat noch mehr Schaden bekommen. Okay. Please die. Ja. 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 Ja, nein. Super, Klaus. Jetzt müssen wir vorstellen, der hat ein bisschen Lifestyle. Das Pike da nicht in die Ecke kann, das ist so sad, ey. Dass Shen ja auch nicht wirklich hilft. Ich glaube, der schafft das nicht. Der macht auch das Tod. Klarer Win für mich. Ganz klarer Win. So. Ja, sie nervt halt. Aber sie wird es nicht schaffen. Weil ich habe halt auch jedes Mal volle HP. Ich würde gerne sagen, sorry Mama, aber mir ist es ja auch wirklich egal. Ich bin ja auch komplett, also wirklich auf 100% not sorry eingestellt. And his name is John C. Oh my God, it's a crit. I don't need it, too.
Ich versuche eine Composition zu bauen. Ich versuche Katharina als Curry zu spielen. Er sagt einfach nur: Schönen guten Tag, my name is John Cena, Alter. Sie hat dreimal geultet. Sie hat dreimal das gesamte Team geultet. Scheißegal. Da war schon Heal Reduction drauf. Scheißegal. Der John, der kommt da einfach von der Seite rein und ultet das gesamte Team weg. Set ist die beste Unit in Game. Es ist so dumm. Wir müssen einfach alles Set kaufen. Wer Set nicht kauft, ist einfach lost, ey.